Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einem schönen Lagerfeuer hier mit den Autos in Far Cry 5. Ja, seitdem du das angezündet hast, ist es hier viel wärmer. Guten Morgen. Ja, okay. Ist echt entspannt. Okay. Aber ich muss sagen, dafür, dass das Auto explodiert ist, haben sich die Boxen echt gut gehalten. Ja, also leben die noch oder was? Ja, guckst du dir doch mal an. Die sehen aus wie neu. Oder? Wo sind die denn? Auf dem kaputten Auto. Ah, okay, bei mir nicht. Okay. Du stehst drauf, ja, aber... Interessantes Spiel. Ah ja, bei mir bist du durch die Boxen gesprungen. Ja, gut. Okay. Kommst du mit rein? Also im Kuhort anscheinend ein bisschen verpackt. Ja, klar, natürlich, natürlich. Ja. Guck mal. Übernimm. Guck mal hier, Zigaretten. Kann ich nicht nehmen, schade. Oder liegt Cash hier? Hier im Büro liegt Geld. Oh. Nicht viel, aber immerhin. Ja, wenn wir mal wieder in der Stadt sind, würde ich nach einer neuen Waffe gucken. Mal gucken, was das für eine Hupe hat. Oh ja. Durchbricht die Straßensperren. 9 Stück. Mit dem Auto? Ja. Wo sind denn die? Ah, das wird jetzt angezeigt. Dieses gelbe Link. Okay. Sehr schön. Na dann. Oh, da ist direkt einer. Da war mal einer. Jemand hat den Wettrennmacher geklaut. Sperrt die Straße in Richtung Force End. Lasst niemanden durch. Oh doch. Heilige Scheiße, du hast den Wettrennmacher zurückgebracht. Was explodiert denn da hinter uns? Oh, da ist wieder so ein Propagandawagen. Ja. Boah, da sind Geschütze drin. Ach so. Was? Wow. Bist du fehlgeschlagen? Ich glaube, wir sind explodiert. Oh, okay. Ich glaube, das probieren wir nochmal. Ja, das müssen wir nochmal probieren. Okay, also wir dürfen nicht auf Dauerfeuer bleiben. Drück mal Ü. Ach, jetzt bin ich der Fahrer. Ja. Ich habe halt jetzt die falsche Waffe dafür. Jemand hat den Wettrennmacher geklaut. Sperrt die Straße in Richtung Force End. Lasst niemanden durch. Ich habe jetzt halt ein Scharfschützengewehr hier im Auto. Das ist nicht so. Heilige Scheiße, du hast den Wettrennmacher produktiv. Jetzt würde die Sekte die Hölle heiß machen. Das glaube ich. Mach sie ihn am besten Postwänden noch heißer. Mein Dad hat Kanonen in dieses Ding eingebaut. Nicht schüchtern sein. Ich kann da nicht sehr viel machen. Okay. Also das darfst du nicht machen. Dann habe ich den Fehler begangen. Ja. Oh, Backe. Hat einer von uns hinten geschossen oder was? Hm, keine Ahnung. 3 von 9 haben geschossen. Schön. Oh Gott. 4 von 9. Ah, jetzt ist das so ein Heli. Ah, scheiße. Da-dum. Ich bin gestorben. Ich bin wieder dran. Ah, verdammt. Okay. Ah, das ist aber echt... Das ist jetzt eine interessante Mission. Ja, vor allem, du musst die aus dem Weg schaffen und... Und ausweichen und gleichzeitig ballern und... Machen wir 10.
Du hättest einfach C drücken können. Ach so. Ich laufe einmal rum. Ja, guck mal, wir sind jetzt hier. Das hat gespeichert, wo wir sind. Ah ja, cool. Kommst du an den Rand? Guck, die will auch, dass ich hupe. Hui. Die Rehe. Jawohl. Keine Munition mehr. Gar nichts? Oh Mist. Ich glaube noch ein paar Pistolen, ja. Ah. Oh, warte mal, vielleicht haben die Munition für mich. Kannst du? Ja, genau. Hast du? Okay. Ja, ich habe wieder ein bisschen, aber nicht viel. Also irgendwo ist es ja lachhaft. So. Achso, das ist, ja, das ist diese blöde Fahrzeughilfe da, die da manchmal für einen fährt. Ja. Ich glaube, ich lasse die jetzt aus. Noch zwei Stück. Was? Der Vater liebt mich? Kühe! Nicht die Kühe, George! Als hättest du wieder so einen Raketenwerfer oder so bei dir. Schön wär's, ne? Der hilft uns. Ich wollte gerade sagen, ja. Oh, wir brennen. Warum brennen wir? Alles klar. Nach Falls End will ich auch. Bin ich gerade falsch abgebogen? Oh, ich bin rausgesprungen. Also er ist rausspringen. Fahr du mal weiter. Aber nimm mich mit. Boah, nicht überfahren. Okay. So, das sind Kumpels. Eine Geisel. Nee, das sind Kumpels. Das sind coole. Ah, okay. Die Weißen sind cool. Der hört, die feuern uns an. Yeah. Das ist eine coole Hupe, ne? Ja, gefällt mir. Die hätte ich auch gerne in so einem kleinen Quad. Wohin fährst du? Okay. Ein bisschen am Straßenrand. Das ist nicht so holprig, ne? Ja. Das ist schön über den Hauptcharakter drüber. Ja, was steht da auch mitten im Weg? So, jetzt darfst du parken. Achso, da soll ich rein. Komm, die Einfahrt ist natürlich. Soll ich dich einweisen? Warte. Oh, der schöne Lack. Voll zerkratzt. Hab ich das jetzt geschafft? Ich glaube, du stehst daneben. Ach so, Fahrzeug verlassen. Ah, doch, ja. Ah. Sprich mit Mary May. Da steht sie schon. Ah, ja, klar. Heilige
Heilige Scheiße, was sehe ich da? Muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirkliche Erinnerungen. Ich habe früher das immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Ich find's toll, wie sie nur mit dir redet. Wenn du den Witwelmacher mal fahren willst, musst bin du der Hübschere von uns beiden. Ignoriere mich nicht. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dir wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles ich kämpfe klar? Auch für dich. Danke nochmal, Deputy. So, ich brauche dringend eine schöne Waffe und gute Munition. Also gehen wir in den Waffenladen? Du machst echt verflucht gute Arbeit, ja. Jungsfund. Aber Eden's Gate wird nicht einfach so Däumchen drehen. Wenn wir. Wo ist denn der? Hier. Zuschlagen. Schlagen Sie härter zurück. John wird versuchen, dich aus der Luft aufzuspüren und er wird bewaffnete Konvois auf die Straße schicken, um dich abzufangen. Pass bloß auf dich das, auf. Mal gucken, was das für einer ist. Der Typ, oder? Okay. Also er hat Waffen. Die sieht ja geil aus. Aber 7200? Oder 400, Alter. Was auch immer. Was ist denn das? Silber? Irgendwelche Barren, naja. Ah, die sieht echt cool aus. Oh, das ist schon teuer. Das ist alles extrem teuer. Da verfällt doch. Wollen die mich verarschen? Das sind aber auch irgendwie Prestigewaffen. Ja, guck mal, wir können Beute verkaufen. Genau, ich habe 825. Ja, hier, Schwarzbärenhaut. Genau, die kann ich auch verkaufen. So, jetzt habe ich 1955. Was habe ich? 3000. Okay. Ach, ist ja richtig cool. Dann kaufe ich mir aber Munition. Okay. Ja, aber guck mal, die ist voll teuer. 1430? Ja. Achso, da macht er alles. Pistolen, Gewehr, LMG, Brennstofftanks. Ja, der macht wirklich alles voll. Okay, ja, das ist ein bisschen... Also ich kaufe mir lieber hier so einen Körperpanzer. Wo ist das, bei Kleidung? Verbrauch, Beute, nee, warte, wo ist denn Gegenstände? Ah, ich weiß jetzt, was das Symbol ist. Das ist ein Silberbarren, die kannst du für echtes Geld kaufen. Für echtes Geld? Echtes Geld, richtiges Geld. Also für 4,99 Euro würdest du 500 Silberbarren bekommen. Damit kannst du dich schneller hochschieben. Das also pay to win. Nee, das ist ja Schwachsinn. Ja. Okay, was hast du gesagt? Wo war das? Gegenstände und dann ist ziemlich das Erste. Ja, Körperpanzer und Erste-Hilfe-Set. Ja. Okay, einmal kaufen. Da gibt es Schaufeln für den Schaufelwerfer. Was zur Hölle ist ein Schaufelwerfer? Okay. Gut, ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Ja, gut. Dann brauche ich noch mehr Geld. Munition, das kriegen wir überall mal. Ich denke auch. Da würde ich mir jetzt gar nicht mehr so viel Gott, Gedanken machen. Kaum erwarten, wieder im Spread ja. Eagle zu ich gucke noch mal in den anderen Laden, da war ja auch was mit Waffen. In welchem? Ach, da drin. Dann so. guck ich mal in der Werkstatt. Nee, stimmt, hier war es nichts. Da war ja nichts. Also ich kann hier nichts machen wieder. Dank dir fühlt es sich hier wieder wie ein Zuhause an. Siehst du es auf dem Tisch hier? Ah, lesen. Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel blitzversetzten Dünger wie möglich in diesen Silo lagern. Aber seid vorsichtig, das Zeug ist hochexplosiv. Wir werden gemeinsam zu den Toren von Ihnen marschieren. Okay. Das ist jetzt hier so ein Silo direkt neben der Stadt. Ja, anscheinend. Sollen wir es auch noch kurz in die Luft jagen? Und dann weiß ich nicht. Können ja dann zur Düngerfabrik weiter. Oder willst du direkt... Oder, also ich hätte jetzt das Silo und die Straßensperre aus dem Weg geräumt. Mhm. Ja,
bin ich der Meinung. Da mache ich mit. Da mache ich mit. Okay, Silo ist da. Straßensperre auch. Ja. Ja, die haben ihn schon getötet. Ist die schon wieder da? Also ich habe keine Munition mehr, ne? Gar nichts. Nee. Aber wenn du die erledigt hast, habe ich wieder bestimmt welche. Ja gut, das sind 2 Schuss. Das kriege ich hin. Hoffentlich. Na klar. Ja, 3 Schuss dann. Sehr schön. Bedien dich. Ja, das kannst du ja auch looten, glaube ich, ne? Ja, klar. Das finde ich gut. Jeder kann sich dran bedienen. Das ist sehr gut sogar. Guck mal, hier liegt nochmal eine. Nee. Ja, doch nicht, okay. Dynamit, Granaten. Darf ich mal hinten drauf? Jupp. Ja. Mit dem Ding kannst du dann gleich das Silo. Den Silo. Das Silo, genau. Guck mal da oben am Berg. Steht Yes. Oh ja. Okay. Hat sie nochmal so ein Silo oder so? Ich kann überlegen. Also eins hätten wir noch. Pastor Jerome Jones. Ach, da hinten. Oh Gott, da gibt es noch jede Menge, ne? Fahren wir zu Red's Farm Supply. Da ist nochmal so ein Silo. Mhm. Ja, ich sehe da eine Markierung. Warte. Ah, cool. Dann können wir das kurz doch weg dreschen. Dann können wir zu dem anderen weiter unten fahren. Bei dem Autohaus. Ja. Und dann können wir Richtung Dünger farmen. Hätte ich jetzt einfach mal vorgeschlagen. Mhm. Du markierst dann. Ja, da ist eine Straßensperre. Vor uns. Kannst du ein paar Tankwagen von ihnen zum Gate kapern und nach Fort Bend bringen, bevor es richtig ernst wird? Damit hältst du sie auf und uns am Laufen. Ups. Au! Deputy, hör gut zu! Es gibt ein Problem. Ja, das merke ich. Das ist der Verkünder, okay. Die Patrouillen steckt mittendrin. Die brauchen deine Hilfe und zwar schnell. Huhuhu. Ja, okay, doch nicht. Das sind gute, das sind gute. Ja. Fahr nicht auf weiter, die. Warte. Wiederbeleben. Gib mich doch nicht auf! Ich hab dich nicht aufgegeben. Danke, der hat unsere Straßensperre. Der Altraum auf Rädern ist direkt durch uns durchgerast. Überprüf den anderen Kontrollpunkt, die Straße runter. Schnell. Okay. Wo bist du? Ach da. Kannst du die anholen? Also gleich. Zum Teufel, schieß da! Oh, ach, guck da mal. Oben ist ein Silo. Guck mal, da liegt noch ganz viel Munition hier. Die habe ich schon genommen. Achso. Aber warte, da ist noch ein Silo. Moment. Ich fahre dann schon mal weiter. Okay. Oder? Ja. Kannst du machen. Also ich glaube, ich bin durch hier, ja. Oh, Scheiße. Komm. Hey, Deputy. Weil du so ein fleißiges Bienchen bist, war der Widerstand mein Charakter ist gerade die ganze Zeit vom Rücksitz auf den Beifahrersitz, dann wieder auf den anderen Rücksitz. Okay. Das sieht unfreundlich aus. Sehr interessant, ja. Warte mal, wo war das andere Ziel hier eigentlich? Da unten. Was, schleppst du irgendwas vor dir mit rum? Nö. Wieso? Okay. Das hört sich so komisch an, als wenn da was vorne schleift. Vielleicht ist das Auto nicht mehr ganz so frisch. Sehr schön. Ich
Perfekt. Ist das für eine Kürbisform hier neben uns? Ja, ja doch, das können wir machen, ne? Ja. Ach so, halt. Was? Ich steig wieder auf. Ach so. Okay. Steig aus, steig aus, steig aus, steig aus, renn weg. Oh, oh, oh. Das war so ein... Das war so ein Typ, der brennt. Ja, das habe ich gemerkt. Okay. Oh. Hat sich erwischt? Nee, nee. Süden. Ja, das ist die andere Richtung. Oh mein Gott, wo bist du? Fast tot. Da bist du, okay. Oh, war so gut wie tot. Eieiei. Ja. Okay. Okay, bin unterwegs. Boah, scheiße. Da kommen noch mehr. Ein Truck hier. Den habe ich. Alles klar. Ah, der Truck müsste noch rumfahren. Hier wieder diese Happy-Musik. Nur... Ja. Ich wollte nur ein bisschen Munition holen. Ja, viel schießen, das ist echt... Geht auf die Knarre. Okay, hier sind wieder so komische, rumfliegende Puppen. Perfekt. Hast du eine Raketenwaffe gefunden? Nee, ich habe eine Dynamitstange geworfen. Ah, okay. Ey, geil. Das lief ja super. Also wir ignorieren mal, dass wir fast gestorben sind, aber... Wie geht's, Kumpel? Das macht nichts. Ich habe halt Spaß gehabt mit Granaten. Ja, das kann ich mir denken. Wenn ich du wäre, würde die Sünde ist allgegenwärtig. Was wir okay. Wir sind also die Sünde. Die Sekte losgeworden bist. Ich könnte Hilfe brauchen, um den Laden wieder in Schuss zu bringen. Nicht der Grund, wie der Gott. Okay, also die hätten jetzt hier auch nochmal ein paar Aufträge. Meinst du kannst mir hier zur Hand gehen? Da ist ein Autohaus, Helikopter. Okay. Ich glaube, die haben alle hier Aufträge für uns, oder? Ja, also viele haben Aufträge. Ach so, aber da gibt es die mit dem Stern sind Nebenmissionen. Genau. Aber es wird sich lohnen. Aber die kann ich ja mal anklicken. Arbeit, wie du die Sekte losgeworden bist. Ich könnte Hilfe brauchen, um den Laden wieder in Schuss zu bringen. Ja, ich weiß, aber der Allvater will gerade nicht aufhören zu labern. Ich wollte gerade sagen, Daddy spricht noch mit uns. Ja. Meinst du kannst mir hier zur Hand gehen? Ah, jetzt. Doch mal. Du hast schon mal so richtig. Jetzt redet der andere. Der wird dir alles entgegensetzen, was er zu bieten hat. Pass bloß auf dich auf. Dutch out. Oh, wir wurden gezeichnet. Okay. Das klang sehr dramatisch. Ja, das... Anheuern? Jetzt habe ich Andrew Ellis. Jetzt haben wir zwei hinter uns, oder was? Du konntest Paul's End aus dem Dreck ziehen. Ja, mal gucken. Nicht. Ach, der kommt jetzt mit? Gibt's überall Klapperschwund? Ja, irgendwie schon. Du trägst Eulen nach Athen. Was macht der jetzt? Weiß ich nicht. Der fährt, glaub, weg. Ach so, das ist wahrscheinlich unser Fahrer dann. Okay. Ich kann aber nirgends einsteigen. Doch hier. So, und jetzt? Moment, ich komm gleich. Also mit dem kann ich nichts machen. Für ein gutes Ziel. Du bist so ganz cool.
Oder es ist, wenn wir fahren, kommt er hinterher. Wahrscheinlich. Ja klar, warte mal. Da kommt er. Danke, dass du Folsen befreit hast. Okay, dann quatschen wir mit dir. Der Kult hat hier ganz schön gewütet. Ja. Das Bewässerungssystem ist ziemlich angeschlagen. Überall liegen Rohrteile verstreut. Die meisten habe ich gefunden. Ich glaube, es fehlen immer noch drei. Ich weiß, wo eins ist. Und steck sie wieder da rein, wo sie hingehören. Die Sunrise Farm wird so gut wie neu sein. Hast du angenommen? Ja, ist angenommen. Nee, nicht das. Aber das ist ein Rohr. Manu. Aber die sind ganz in der Nähe. Da zum Beispiel. Werden die angezeigt oder nicht? Ja. Ah ja, stimmt. 400 Meter aber. Okay. Ich dachte, okay, das erste Rohr habe ich. Das zweite Rohr. Das sind schon 400 Meter. Kann das sein? Nee, das ist ein anderes Missionsziel. Nee. Wir haben noch alle Hände voll zu tun mit diesen Fanatiken. Wie sehen die bei dir aus, die Markierung? Das ist so ein, also hier bei uns direkt in dem Dorf hier drin. Das sind so Quadrate, weiße Quadrate. Hast du nicht, ne? Ich hab's außerhalb vom Dorf. Okay. Aber jetzt nicht im Dorf. Oh, ich hab eins da oben. Dann hol ich das, dann such du das nächste. Dann kümmere ich mich drum, wie wir das runterkriegen. So. Okay. Okay, warte mal, das letzte, das ist da. Ey, der fährt am Weg. Ich hab's. Okay. Da will er dir. Wollte einfach abhauen. Okay. So. Jetzt müssen wir es irgendwo hinbringen. Ja. Warte, ich guck kurz. Ah. Dahin. Okay. Ah, jetzt muss er an drei Punkten müssen wir es an. Ah, die sind es. Okay. Die werden mir jetzt angezeigt. Ah, super. Oh nein, ein Bär. Ein Bär? Sehr schön. Danke. Gerne. Ob ich das nebenbei das Rohr montiert? Ich dachte schon, das war's jetzt. Ich hab das. Okay. Super. Guck mal, wir haben drei montiert und 10 gehen an. Ja. Okay, das wäre doch ein guter Abschluss für die heutige Folge, wa? Ja. Sogar mit Feuerwerk in dem Sinne. Wasserwerk. Genau. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.